ich nehme euch da ein bisschen mit und bevor ich jetzt hier den nächsten Unfall baue, würde ich sagen, sehen wir uns an der nächsten Station wieder, die vermutlich das Hotel in Köln sein wird. Ja, Köln zeigte sich von seiner schönsten Seite, als ich da war. Hier habt ihr nochmal das wunderschöne Panorama der Domstadt. Für mich war es ein bisschen wie nach Hause kommen, weil ich ja sehr viele Jahre hier in Köln gewohnt habe. Und das Hotel lag direkt am berühmten Rheinauhafen mit seinen Kranhäusern. Und es hieß Art Hotel und da war der Name wirklich Programm. Es war ein sehr stylisches Designhotel direkt in der Nähe vom Schokoladenmuseum. Von der Einrichtung sehr modern, genau mein Geschmack. Erkennen könnt, bin ich jetzt in Köln angekommen und ich habe soeben ins Hotel eingecheckt, was mega, mega cool ist. Ich mache euch auf jeden Fall später noch eine Roomtour, wie man ja so schön auf neu-YouTubisch sagt. Da hatte ich nur jetzt leider keine Zeit mehr zu, weil das auch irgendwie alles ganz knapp war. Ich bin jetzt auf dem Weg zu der Event-Location. Das ist ein kleines Café am Ring. Zum Glück kenne ich mich hier ja gut aus, denn ich habe ja schon 10 Jahre lang hier gewohnt. Also weiß ich jetzt wenigstens genau, wo ich hin muss und verliere da keine Zeit. Also das zeige ich euch dann einfach als nächstes. Ja, mit der Linie 1 ging es dann zum Rudolfplatz und auch da wurden natürlich wieder viele Erinnerungen wach, denn ich bin halt so jeden Tag mit der U-Bahn zur Arbeit gefahren. Und dann war ich auch schon angekommen am Café 20 Grad. Das ist eine kleine Kaffee- und Schokolaterie, wirklich sehr gemütlich. Das Café hatte man dann in einen großen Showroom verwandelt, wo die ganzen Neuheiten des neuen Essence- und Catrice-Sortiments auf uns gewartet haben, um mit den Fingern reinzupatschen und zu lackieren und was auch immer. Und wir waren eine kleine Runde aus Bloggern und YouTubern. Nachdem wir uns dann kurz miteinander vorgestellt hatten, ging es dann auch eigentlich schon direkt los und wir haben mit Catrice angefangen und dort war eines der ersten Produkte die neuen Lidschatten, die ins Sortiment kommen. Wir haben hier schon die wilde Swatches-Party angefangen und den ersten... Mach nicht so! Ist doch so, eure Hände sehen genauso aus wie meine. Also möchte ich nur mal sagen, ne? Aber weil du schon fertig bist, so Streber oder was? Ja. Egal. Wenden wir uns den wichtigen Dingen zu. Die erste Perle habe ich schon gefunden. Moment, ich bin zu alt, ich habe keine Brille auf. Dorian's Gray kann ich nur empfehlen. Ihr könnt leider nicht erkennen, was genau der Hit von dem Lidschatten ist. Er sieht einfach schick aus. Ja, als großer Kajalfreund war ich natürlich sehr gespannt auf die neuen Stifte, wobei ich sagen muss, dass diese leider doch recht hart sind, die zum Rausdrehen gehen. Das sind der lilane und der goldene, die ihr hier seht. Also die könnt ihr euch einfach mal anschauen. Und es gibt natürlich neue Foundation von Catrice und was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass die jetzt alle ein Hygienesiegel haben. Höhepunkt bei Essence waren natürlich die neuen Pigmente, die ich euch ja auf meinem Kanal schon sehr ausführlich vorgestellt habe. Und hier seht ihr, also Geier sind ja nichts dagegen. Jeder wollte seine Finger mal in die Pigmente patschen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben verschiedenste Farbkombinationen ausprobiert und geswatcht und gelacht. Also das war wirklich lustig. Hier seht ihr nochmal so einen kleinen Eindruck meines Chaos, was ich veranstaltet habe. Ich habe mich hier gerade Schrott gelacht, Leute, und zwar, weil ich diesen Eyeliner aufgemacht habe. Der sollte eigentlich eine Waffenlizenz haben, so wie diese neuen Nietenschuhe, die man überall auf Instagram sehen kann. Ey, guckt euch mal diese Mörderspitze an. Könnt ihr das überhaupt erkennen? Achtung, ich halte das mal hier vor die weiße Wand. Hammer! Hammer! Okay. Echt gut. Schreibt fein. Schreibt fein. Ich muss da gleich mal eben eine Aufnahme von machen, Paddy, noch nicht wegwischen. Aber der geht schon sehr fein, also den werde ich auf jeden Fall zu Hause mal testen. Ja, leider muss ich sagen, dass der erste Test nicht positiv ausgefallen ist. Zwar schreibt er super fein, wie ihr hier sehen könnt, aber das war nach 3-mal Abrubbeln mit dem Make-up-Tuch noch zu sehen und ich hatte ungelogen 3 Tage noch Spuren, also es war fast ein Tattoo. Boah, Leutchens, ey, ich bin fertig mit die Welt, ey. Ich hab jetzt, Moment mal, 4 Stunden mich durchs neue Catrice und Essence Sortiment geswatcht. Und ja, auch wenn man nur auf seinen fetten 4 Buchstaben sitzt, ist das schon echt ganz schön anstrengend. Aber es kommen ein paar richtig coole neue Sachen. Ein bisschen was habe ich euch ja auch schon aufgenommen. Wenn ich jetzt mal so überlege, was war denn das Highlight? Bei Catrice ganz klar die Brushed Metal Effect Nagellacke, die so
die werden irgendwie so besonders matt, wenn die antrocknen. Und bei Essence fand ich eigentlich natürlich auch die Nagellacke. Sie hatten auch diese Color Changing Nagellacke. Waren sehr geil. Ja, also die Nagellacke haben es gerissen. Wobei bei Catrice auch dieses Highlight-Puder sehr, sehr geil ist. Und ja, wir werden jetzt noch mit Magi und Party zum Essen gehen. Und ja, irgendwann werde ich euch auch später nochmal hier mein Zimmer filmen, dass ich euch das hier auch nochmal reinschneiden kann. Hallo YouTube. ja, fangen wir hier gleich mit dem Bad an. Also wir haben das, ja siehst du, da geht's schon los mit dem Chaos. Er geht gar nicht. So ein freistehendes Wannendingen, das finde ich eigentlich sehr, sehr... Das Wannending, ich bin schon völlig Banane. Waschbecken heißt das landläufig. Sehr geil ist diese mega, mega lange Ablagefläche. Ich kenne mich, wenn ich hier 2 Tage drin gewohnt habe, dann ist das total zugemüllt. Hier haben wir das Bett und es nennt sich halt Art Hotel, weil hier überall so Kunst an den Wänden hängt. Wobei das ist keine Kunst, die an der Wand hängt. Das zeige ich euch gleich noch vom Klo. Das ist nämlich richtig cool. Aber hier vorne, warte, hier hängt dann so Kunst. Was man leider überhaupt nicht irgendwie filmen kann, ist, dieses Fenster ist gelb. Nee, man kann es nicht filmen. Dann zeige ich euch jetzt noch eben das Klo. Ich meine, so ein Klo an sich, ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, aber, hier, Klo, ist das nicht mal der Hammer? Das ist also kein Kunstwerk, sondern eine Scheibe, die quasi den Raum teilt. Sehr stylisch, sehr schick. I like. Endlich darf ich mal gähnen während eines Videos, Wir haben es jetzt Mitternacht und ich hatte einen sehr schönen Abend. Ich habe jetzt hier noch eine halbe Stunde im Bett gearbeitet und E-Mails geguckt, Zahlungen kontrolliert, damit der Versand für euch morgen ganz normal weitergehen kann. Und ja, bin jetzt endlich fertig damit und bin auch fertig im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das war der erste Teil. Ich hoffe, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß. Aber da ich ja heute eben nicht zu Hause nächtige, sondern im Hotel, geht es halt morgen direkt weiter. Ich werde euch erstmal mit nach Düsseldorf nehmen zu QVC. Warum ich da bin, erzähle ich euch dann morgen. Da werde ich diverse Interviews führen. Unter anderem mit hier Detlef die Soest. Ich sage nur pam, 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 pam. Ja, und dann haben wir ja noch das Event von P2. Also das seht ihr dann nächste Woche. Und für heute sage ich nicht ciao, ciao, eure Coco, sondern ich sage gute Nacht, eure Coco. Und werde jetzt selig schlummernd einschlafen. Ja, wenn ihr jetzt noch Lust habt, ein paar weitere Videos von mir zu schauen, dann hätte ich hier 2 Vorschläge für euch. Zum einen könnt ihr euch vielleicht das Tutorial für den Schimmerlook, der aber doch relativ neutral gehalten ist, anschauen. Oder wenn ihr euch wundert, warum ich mich jetzt da so kaputt lache, würde ich euch dringend mein Büro aufräumen Vlog empfehlen, der bei euch sehr, sehr beliebt ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und sage einfach bis zum nächsten Video.